letzte Folge für heute. Kaido. Dip, 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 dip. Geil. Gott, der hat wieder richtig viel Leben, ey. Kann ich auch. Ich hab nicht so ganz gesehen, was da gerade passiert ist, aber ist nicht so schlimm, I guess. Gimme, bitch. Ach, come on. Ach, come on. Ach, come on. Ach, come on. Ach, come fucking on. Bringt mir jetzt sowieso wieder nichts. Bin ich erstmal tot. Oder Tagebuch. Ja, schauen wir mal. Stimmt. Oh, muss ich auch noch machen. Ja, so wie ich das sehe, sitzen wir jetzt hier eh erstmal ein paar Stunden. Man kennt es. Riku gegen Riku. Fight. Mirror Battle. Geil. Ausgezeichneter Start. Fuck you! Asshole. Dann arbeiten wir doch mal ein bisschen mit. Willst du mich bitte freilassen? Achso. Achso, ich hab. Ey. Ich hab grad nicht gepeilt, dass ich keine Karten mehr hab. Hä? Warum ist dann Mickey und da? What the fuck? Puh. Bei den Bossen hat man wenigstens die Karten für die Duelle. Der letzte Schlag der Duellengruppe war ja richtig hart. Einen wäre eh besser gewesen. Ja, ich war. Boah, ich war ein bisschen überfordert kurz. Mann, das fing so gut an. Hm. Naja, so gut fing es eigentlich gar nicht an. My, oh my. Heilen und Supertrank. Was bringt mir der Supertrank eigentlich? Ich meine, die Karten. Na gut, ich krieg die Karten wieder, die ich, in der Kombo benutzt habe, richtig? Wie jetzt zum Beispiel. Wo ich erstmal die Hälfte nicht treffe. Aber bam. Benutze es, oh Gott. Oh. Okay, bam, 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 bam. Einfach Spam. Wollen wir kurz das machen lieber, zur Sicherheit. Gimme, bitch. Oh nein, ich hätte irgendwas machen können. Moment, ich bin... Ich hab den Schulrad besiegt, ne? Ich war... Kurz zur Verwirrung. Okay. Und jetzt die Sinnetrag kommen muss. Unbeabsichtigt, aber ja, habe ich wohl. Gehen wir auf Leben. Dann lief gut. Hey, Fake! I thought I heard you say, you were gonna wipe the floor with me. Don't forget, I'm still new. I'll get stronger and stronger. The next time we fight, you're finished. Then let's fight now! Der zweite Kampf. It's nice having darkness on my side. You are so missing out.
How could you be scared of something that can be so thrilling? Enough! So now the coward is playing tough. So long, real thing. Hope you don't miss me. Come back! No way. I'm not a coward. Okay. Gut, jetzt brauche ich aber doch neue Karten. Krieg ich die jetzt. Und gebe mir Karten. So, how was the real thing? He's spineless. In no time at all, I'll be better than him. In the meantime, would you be interested in meeting another who's considered a hero? You mean Sora. I hear he's somewhere in the castle. You want me to take care of him? We'll see. Yes. I intend to make good use of you. No worries. The real Riku is nothing. Sora won't be either. They're no match for me. Mm-hmm. Come out! Show yourself, fake! Fake? Oh no. That's not exactly the right word. What are you saying? Isn't he just a copy of me? More like a model. He is an example of what you should try to be. He accepts the darkness. Just like you once couldn't help but accept me. But now you are afraid. Perhaps you are the one who is being fake. Fake when you pretend to have no fear. When have I been afraid of the dark? Inside of the card worlds, you grapple desperately with the darkness. Desperation is fear. You fight the darkness because it is what frightens you. I... Be quiet! Stubborn boy. Then continue your fight if you must. Eventually, you will learn. You cannot resist the darkness. Arena des Olymp, Wunderland, Halloween Town, Atlantica. Oh, Herausforderung von D. Dafür, dass ich jetzt, keine Ahnung, achte Stockwerk geschafft habe. Ist ja auch 7 Stück, ne? Die Hälfte knapp. Fast alles heute. Ja, nächste Woche, wenn das so weitergeht und jetzt nicht noch krass viel kommt und wirklich nur diese Welten bis zum 9. Stockwerk, dann können wir das nächste Woche schaffen. Vielleicht ein bisschen extra lang gegebenenfalls. Aber das ist, glaube ich, machbar. Aber diese Bösen, die sagen, sie seien unschlagbar, aber ständig geschlagen werden. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einfach trotzdem den Bericht jetzt an hier, oder? Das Tagebuch. Meine, wir haben zwar noch 10 Minuten, aber es passt vielleicht besser. Ich vermisse Jimmy niederlinks. Geschichte, Rikus Geschichte 1. Riku, des Lebens auf einer Insel überdrüssig, träumte davon, andere Welten zu sehen. Sein Wunsch sollte sich bald erfüllen, als die Insel des Schicksals plötzlich von der Dunkelheit verschluckt und er in die Welt außerhalb geschleudert wurde. Auf der Suche nach seiner verschollenen Freundin Kairi traf er auf Malefiz und nahm deren Hilfe an. Doch Malefiz hatte in Wahrheit nur Augen für Rikus Stärke und wollte ihn sich untertan machen. Sie überlieben die sinistren Kräfte der Dunkelheit. Doch als Riku sich dieser bediente, begannen sie die Kontrolle über ihn zu gewinnen. Aus diesem Grund bekämpfte Riku seinen besten Freund Sora und sein Herz öffnete sich Ansem, dem Verführer zur Dunkelheit. Doch Rikus Herz wurde letztlich von Soras Licht gerettet. Riku, Sora und der König vereinten ihre Kräfte und verschlossen die Tür zur Dunkelheit. Doch Riku blieb im Reich der Dunkelheit zurück. Wird Riku jemals wieder in die Welt des Lichts zurückkehren können?
Geschichte 2. Geleitet von einer geheimnisvollen Stimme durchschritt Rico Welten der Erinnerung, hervorgebracht von Spielkarten, doch traf dabei nur auf dunkle Gestalten. Rico erfuhr, dass in seinem Herzen jetzt nichts außer Dunkelheit ist, da er alles andere in seinem Leben aufgegeben hatte, um sich der Kräfte der Dunkelheit zu bemächtigen. Rico war nicht bereit, dies zu akzeptieren und traf erneut auf Ansem, der abermals versuchte, ihn zu beherrschen. Der König kam Rico zu Hilfe und konnte ihn retten, doch Ansem hatte sein Herz noch nicht freigegeben. Rico hatte keine andere Wahl, als die Dunkelheit in seinem Herzen zu bekämpfen. Geschichte 3. Während Rico mit der Dunkelheit in seinem Herzen rang, traf er auf jemanden, der genauso aussah wie er. Eine Replik, gefertigt von Vexen, einem Mitglied der Organisation. Die Replik war in der Lage, die Kräfte der Dunkelheit nach Belieben zu kontrollieren und verhöhnte Rico als Feigling, weil er der Dunkelheit den Rücken kehren wollte. In der Zwischenzeit trat die Rivalität der einzelnen Mitglieder der Organisation immer mehr in den Vordergrund. Sora und Rico scheinen der Grund für ihre Kontrolle des Schlosses zu sein. Aber an welchem Ziel? Hier wird die Story halt auch nur auf das Wichtigste beschränkt. Okay, aber drei kommen noch. Huiuiui. Schön, wie so die Fragezeichen hier eins weniger ist, weil, ne? IV, V und VI. Okay. Kartensammlung. Ja, ist ja nicht so wichtig hier. Ah, schon 72%. Krass. Alles, ne? Dann gehe ich ja mal wieder alle durch, damit die neuen Markierungen weg sind. Deutlich weniger als bei Sora. Wie hatte ich denn bei Sora? Nein, hier bin ich auch noch nicht am Ende, ne? Ach, guck mal, die Raumkarten. Na gut, die Raumkarten. Wir sehen, dass die vollständig sind. Die Empfänger. Feindeskarten. Ui, ja, kommen jetzt einige. Theoretisch kann man eine Pause drücken und sich das durchlesen, wenn man will. Es gibt von der Anzahl her mehr Karten als bei Sora. Okay. Eine Feindeskarten gibt es zu grinden. Weltenkarten, ja gut. Nicht so spannend. Doch schon, ja, okay. Zwei kommen dann. Okay, egal. Charakter 1, Rico. Ein Junge, der von der kleinen Inselgruppe geboren und aufgewachsen ist. Rico hatte von anderen Welten zu sehen und wandte sich von Heimat ab. Erhöht von den Kräften der Dunkelheit. Ansem, der Verführer der Dunkelheit, bemächtigt sich so. Von diesem Ende kam Rico wieder zu sehen und meinte, so, was soll ich für die Dunkelheit? Doch die Wunden in Ricos Herz müssen noch verheilen. Aha. In den letzten 5 Minuten noch eine Welt beenden. Der König! Steamboat Willy, geil. Der König, Herrscher über Schloss Disney. Er hat sich allein auf den Weg gemacht, um seine und alle Welten vor der Herrschaft der Dunkelheit zu bewahren. Als Rico in das Reich der Dunkelheit gezogen wurde, wies ihm der König den Weg zum Licht. Aber die beiden wurden getrennt, als die Tür zur Dunkelheit zu viel. Sora! Rikos Kinder ist voll sehr aus der Welt von Schlüssel und Tafel der Dunkelheit zu raffen. Rico bremst Sauber gefehlgeleitet von Dunkelheit. Und bei ihrer Schläger und seinen Kräften schlossen sie die Tür der Dunkelheit. Okay. Kairi, Rikos und Sauras Freundin aus gemeinsamen Kindheitstagen. Kairi war verschollen, seit die Dunkelheit ihre Heiminsel verschlungen hatte, und Rico und Sora brachen auch, um sie zu suchen. Die Herzlosen hielten Kairi gefangen, doch Sora konnte sie und ihre Heimatinsel aus deren Klauen retten. Kairi wartet dort seitdem auf Rikos und Sauras Wiederkehr. Repliku. Eine Replik von Rico war erschaffen von Wechseln auf der Basis von Daten des echten Rico. Im Gegensatz zu Rico kann er frei über die Kräfte der Dunkelheit verfügen, aber die Tatsache, nur eine Kopie zu sein, belastet ihn sehr. Naja, eben nicht wirklich. Oh, das war doch nicht alles. Hups! Ansem, der Verführer zur Dunkelheit. Um die Tür zur Dunkelheit aufzustoßen, benutzte er die Herzlosen und stahl unzählige Herzen. Er bemächtigte sich Rikos, fiel aber durch Soras Hand. Doch Ansems Schatten lebt fort in Rikos Herzen. Vixen, Nummer 4 der Organisation. Er, Lexiles und Xexion sind seit Gründung der Organisation dabei und Emporkömmlinge wie Malusha sehen sie mit großem Argwohn. Nach seinem Kampf mit Rico will er an die Oberfläche gelangen. Doch sein wiederholtes Versagen bringt ihm die Todesstrafe ein, vollstreckt durch Excel. Schön, dass es hier schon steht, obwohl das ja hier noch gar nicht passiert ist eigentlich. Ah, macht ja nichts. Malefiz! Eine Hexe, die mit Dunkelheit herrscht. Malefiz gelang es, Rico zu verzaubern, um die Macht der Dunkelheit zu verleihen. Im Schloss des Entfallens begegnete sie Rico erneut. Diesmal als Symbol für Jonas löschliche Dunkelheit in seinem Herzen. Als Symbol. Jafar Genie. Ein Zauberer in Agrabahs königlicher Visier, der durch Magie verwandelt wurde. Jafar Genie erschien Rico als Symbol für die unauslöschliche Dunkelheit in seinem Herzen. Das steht überall das gleiche jetzt, glaube ich. Puck.
Piratenkapitän aus Immanant. Ja. Die Herzlosen. Okay. Das wieder. Brr. Kann man viel zu lesen, ey. Ekelhaft. Machen wir mal nicht, würde ich sagen. Pio, 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 Pio. Fertig. So, das war jetzt schon alles, ne? Wir haben gerade mal 15 Minuten. Ich will jetzt irgendwie keine Welt mehr anfangen. Vor allem, weil ich ja dann Speicherpunkt erstellen müsste. Das ist halt auch doof, ne? Ich muss pinkeln. Ich kann ja in der Folge pinkeln gehen. Ich nehme die Webcam einfach mit. Geh nochmal etwas boxen. Ach. Feuerstein musst du nicht erstellen. Gut, ich kann natürlich wieder zurückgehen, ne? Könnte ich mal gucken, was wir jetzt als nächstes einsetzen. Haben wir dann Atlantica, Arena des Olymp. Wunderland. Halloween Town. Weiß nicht mehr, wann ich was gemacht habe, to be honest. Wir gehen nach Halloween Town. So sehr ich Halloween Town noch mag, so langsam kann ich es auch nicht mehr sehen. Geschweige denn sämtliche Welten hier. Schlüssel des Anfängers. Au! Sterbt alle! Ah. Level up. Ah. Oh, nur 800, ne? Gar nicht mal so viel. Aber guter Fortschritt heute. Der vegane Fortschritt, ja. Finde ich halt auch. Wie gesagt, nächste Woche könnte Finale sein. Ich will mich die ganze Zeit in Darkness verweilen. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich mich nicht mehr bewegen? Ist mein Controller ab? Controller kaputt? Nein. Komm, jetzt schauen wir das Level ab noch. Ah. Müssen genug Gegner hier sein. Weil noch einen Raum aufmache ich nicht. Hab ich keinen Bock drauf. Das lohnt sich nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, dass die Räume jetzt auch ein bisschen... Wie denn? Ein bisschen... Also die Räume nicht, sondern die Welt ein bisschen größer werden. Ist einfach geil. Wie weit ich auch rolle, wenn ich das mache. Sehr faszinierend. Alter, der ist explodiert. Geil. Die Welten können größer werden. Ich habe im Kopf, dass Castle Vivian Welt sehr klein ist. So, die kommt auch noch wieder, ne? Ja. Alter, Duell! Bam, bam, bam. Easy. Yeah, Level up. Du bist nicht jetzt Viech, ne? Like it.
Ach ja, wieder mal für den letzten Gegner. Hier hat der grüne Kobold seine Bombe also her. Gehen wir darauf. So. Okay, raus hier. Beziehungsweise wahrscheinlich noch ein. Ja. Sagen, ein Kampf ist hier noch. Den nehmen wir auch noch mit. Ja, kein Problem. Dann sind wir gleich fertig. Um 22 Uhr. Wann ist das zuletzt passiert bei Kingdom Hearts? Ein enttäuschender erster Stream 2020. Vielleicht nehme ich gleich noch ein bisschen auf. Ja, noch eine kleine Runde Darkness. Geil. Obwohl, er muss ich Weltkriegsszenario bei das Spiel. Danke, ja. Finde ich gut, dass wir gediegen anfangen. Same. Finde es vor allem gut, dass wir hier Fortschritt machen. Okay, dich mache ich jetzt auch noch weg. Hazel, bin ich jetzt 23 oder so? Ich guck gleich mal. Aus Interesse. Aus was auch sonst? Oh, ich bin echt tot. Das wäre jetzt überaus dämlich, wenn das passieren würde. Heal me, bitch. So. Und wieder weg. 20 hattest du letztes Mal, als du nach dem zweiten oder dritten Stream mal gelevelt hast. Achso, ja, beim anderen, ne? Jetzt bin ich 23, ja. Was wollte ich gerade? Achso, ich wollte eigentlich die Map angucken, wie groß die ist. Scheiße. Egal, egal. Speichern. Dahin. Ja, dann war's das für heute. Dann war's mit dem Stream für heute. Und nächstes Mal werden wir das Spiel hoffentlich beenden. Ja, endlich. Leckt mich fett. Ich hoffe es. Es wäre sehr schön, weil langsam reicht's. Es ist übrigens ganz schön, wie ich, es fällt mir sowieso gerade auf. Guck mal, Rico hält seine rechte Hand immer so zu, wenn er läuft. Die linke hat er so ein bisschen offen, weil er da ja das Schwert hält. Aber das Schwert ist einfach nur weg. Die Animation ist die gleiche. Und auch wenn ich mich rolle, ist das ja so, dass er eine Hand so frei hat für das Schwert. Achso, nächste Woche dann 7 Welten. Uff. Naja, theoretisch, wie habe ich denn heute geschafft? 6 oder so? Ich glaube, ne? 5 oder 6? Wenn ich da ein bisschen länger mache, dann ist das machbar. Freunde, Mickey. Maus. Gut, ich höre jetzt aber auf, ne? Ich muss auch ein bisschen pissen. Von daher, heute 4 Welten. Echt nur 4? Oder? Sicher! Geh mal auf Weltenkarten. Du hast recht. Fuck. 1, 2, 3, 4. Nicht nur 4. Naja, okay, egal. Wir gucken mal. Wir gucken einfach, wie es nächstes Mal läuft, ne? Schauen wir mal. Wir kriegen das schon hin. Ich meine, nächste Woche extra lang streamen, weil ich will das Spiel nicht durchspielen. Mal schauen. Gut. Aber, ja, ich bin jetzt trotzdem für heute. Also, ne, danke fürs dabei sein und bis nächste Woche. Also dann, ne? Tschüss.